Hallöchen, ihr Süßen. Ich begrüße euch recht herzlich in meinem Duftstübchen. Ich habe heute Ware bekommen. Ich freue mich mega. Ich warte natürlich noch auf meine Wiffbox, die ich euch auch sehr, sehr gerne zeigen werde in einem extra Video. Heute sind erstmal Sachen gekommen aus der Schatztruhenbestellung, die ich noch gemacht habe. Und ja, noch andere Duftlampen, die ich euch gerne zeigen möchte. Und ich habe jetzt ja verschiedene Badesalze bestellt und Körper, Sprays, weil ich ja eine persönliche Duftstübchenbox geplant habe. Für die Duftstübchenbox könnt ihr euch bei mir anmelden. Es wird eine Spezialbox sein, die mit unserer Wiffbox nichts zu tun hat. Es ist einfach eine Box, die ich für euch packe und das können wir aber gerne im Einzelgespräch miteinander klären, wie was wo. Und ich habe halt jetzt erstmal ein bisschen Material bestellt, damit ich auch unter anderem Proben für euch machen kann, damit ihr unsere Badesalze einfach mal testet. Das sind jetzt auch nicht mehr aktuelle Düfte. Nee, das sind alles Düfte, die rausgegangen sind. Ist aber nicht schlimm. Die sind trotzdem schön und ihr könnt trotzdem das Badesalz testen. Ja, ich habe dann jetzt erstmal aus der Schatztruhe bestellt. Einmal Badesalz, Pineapple, Coconut, Vanilla. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Duft. Den gab es. War das im Herbst oder sogar letztes Jahr im Sommer? Auf jeden Fall gab es da die Handcreme von, das Körperspray von und Zuckerpeeling, Handseife und und. Einmal in Pineapple, Coconut, Vanilla. Dann habe ich noch mal ein Badesalz aus der Schatztruhe in Appleberry. Mega leckerer Apfel, ja, so, es geht schon so ein Tick in die Herbstrichtung, aber es ist ein ganz, ganz toller Duft. Ich mag Appleberry total gerne. Habe ich noch mal eins bestellt. Dann haben wir unser Dancing Sugar Blooms. Das war ja mal eine Special Edition, die da rauskam. Da hatte ich mir die Handcreme von bestellt und jetzt habe ich passend dazu das Badesalz. Es riecht sehr flaumig. Hier steht, glaube ich, auch die Duftbeschreibung drauf. Moment, wir gucken mal. Zimt, Apfel, Gewürz, Pflaume und Vanille. Ja, geht auch so ein bisschen in die Herbst-Winter-Richtung. Aber der nächste Herbst, der nächste Winter kommt bestimmt. Und deswegen Dancing Sugar Blooms. Gibt es auch noch in der Schatztruhe, wenn ihr sie bestellen möchtet, reduziert. Und hier haben wir noch Hibiskus Pineapple, Hibiskus Ananas und Mandarine. Auch ein sehr, sehr leckerer Duft. Gerade als Badesalz richtig schön. Kann ich euch nur empfehlen. Guckt noch mal in die Schatztruhe. Vielleicht findet ihr noch das ein oder andere, was euch interessiert. So, dann habe ich noch mal zwei Körperspray in Aloe Water und Cucumber. Da mache ich total gern Proben von, weil das wirklich so ein ganz frischer Duft ist. Das ist für jeden was. Jeder, der das mal testen möchte, ist mit Aloe Water und Cucumber eigentlich gut bedient. Ganz toll im Sommer. Könnt ihr die im Kühlschrank aufbewahren und wenn es richtig heiß ist draußen, dann ist das eine mega coole Abkühlung, wenn ihr mit diesem gekühlten Körperspray euch einfach mal einsprüht und ihr fühlt euch wieder frisch und ihr fühlt euch nicht mehr schwitzig und es kühlt euch die Haut und ich mag das wirklich sehr gerne. Davon wird es auch Proben geben zum Testen. Das gleiche habe ich nochmal mit dem Pineapple Coconut Vanilla Körperspray. Davon habe ich auch nochmal zwei bestellt zum Proben machen. Ja, ist auch ein sehr, sehr schöner Duft. Ist halt
kokosnussig, vanillig und ananasig. Was ganz Frisches für den Sommer. Finde ich echt hübsch. Ihr könnt es, wie gesagt, testen, wenn ihr das möchtet. Meldet euch einfach bei mir. So, dann haben wir, wo machen wir denn jetzt weiter? Das war Bestellung. Genau, des Weiteren habe ich noch mal das Vatertagsset mit Körperspray, Rasierseife und unser tolles Duschgel. Ich liebe unser Duschgel und ich liebe diesen Duft. Sandalwood Tangerine, der ist mega. Es ist eigentlich ein Herrenduft, aber das ist ein Herrenduft, den auch die Frau nutzen kann. Ich mag den in der Lampe, den gab es als Wachs. Ich habe ihn jetzt in meinen Club gepackt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch in den Club packen könnt oder ob das jetzt durch ist. Ich glaube, die Vatertagskollektion ist ja rausgeflogen jetzt zum 1. Juni. Sandalwood Tangerine, mega toller Duft. Ich bin froh, dass ich ihn in meinem Sensi Club drin habe, dass er weiterhin für mich hergestellt wird, auch wenn es ihn offiziell für euch jetzt so ja nicht mehr zu kaufen gibt. Da bin ich immer sehr dankbar für den Club, dass ich da reinschmeißen kann, rausholen kann, löschen kann, neu reintun. Ich kann ja die Lieferzeiten kann ich jederzeit verändern. Ich kann auch, wenn ich jetzt auf 3 Monate eingestellt habe und habe den im Mai jetzt angelegt, bekomme ich, also wenn ich im Mai den, wir machen Juni, wenn ihr jetzt im Juni einen Club anlegt, einen neuen, bekommt ihr ja jetzt im Juni die erste Lieferung. Wenn ihr den dann auf 3 Monate macht, dann bekommt ihr im Juni, Juli, August die nächste Lieferung. Wenn ihr jetzt aber im Juli feststellt, okay, ich habe eigentlich noch genug, ich brauche den jetzt im Moment nicht, aber ihr wollt ihn halt nicht löschen, weil wenn ihr ihn löscht, sind alle Artikel, die ihr da drin habt, die nicht mehr erhaltbar sind, erhältlich sind, die sind dann automatisch gelöscht, die könnt ihr euch dann auch nicht mehr zurückholen. Und dann könnt ihr bei eurem Club einfach auf einmal aussetzen oder so klicken oder diesen Monat nicht. Irgendwie sowas, da ist ein extra Streifen, da könnt ihr draufklicken und dann wird das Abo automatisch von August dann auf September, Oktober, November, bekommt ihr dann halt im November die nächste Lieferung. Dann geht euch aber gehen euch eure Produkte, die ihr in eurem Club habt, die gehen euch nicht verloren. Ihr könnt den Monat überspringen. Ihr könnt das beim 2-monatigen, ihr könnt das beim 1-monatigen. Ihr bekommt in der Regel kurz bevor der Club fällig wird, also kurz bevor abgebucht wird, bekommt ihr eine E-Mail von Sensi. Dann habt ihr nochmal die Möglichkeit, euren Club zu ändern. Ihr könnt den Club löschen, ihr könnt den Club ändern, ihr könnt Artikel reintun, ihr könnt Artikel rausholen. Das könnt ihr alles machen. Oder ihr könnt halt sagen, den Monat möchte ich gerne überspringen und möchte dann erst zur nächstmöglichen Lieferung wieder beliefert werden. Das könnt ihr machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Auch wenn ihr vielleicht jetzt merkt, von wegen, oh, ich habe jetzt einen Club, der kommt im August nochmal, der hat 120 Euro, passt jetzt aber im August nicht so gut. Ich will aber die Artikel nicht verlieren. Dann drückt einfach auf dieses Mal nicht und verlängert euch den Club. Dann habt ihr nochmal 2-3 Monate Zeit, ein bisschen Geld zu sparen und ihr bekommt trotzdem eure Lieblingsartikel. Das ist ja das Coole an der Sache. Und ja, wie gesagt, habe ich mir nochmal bestellt. Ich liebe diesen Duft, ich liebe dieses Duschgel und ja, über die Rasierseife wird sich mein Mann sicherlich freuen. Und das war jedenfalls in der Bestellung nochmal mit drin, gibt es ja leider jetzt gar nicht mehr. Dann haben wir, ich hoffe, dass es die noch gibt, wo habe ich denn das andere Telefon, ich muss mal kurz gucken. Wir hatten ja Aktionen, dass ihr euch quasi 5 Bars eurer, nee, nicht 5 Bars eurer Wahl, 5 Sensi-Bars für 35 Euro oder so. Ich
Ich muss gucken, dass ich euch jetzt nichts Falsches erzähle. Nee, gibt's auch nicht mehr. Gibt es auch nicht mehr, oder? Sechs Paar, die Lampen. Es gab eine Aktion, da konntet ihr 5 Wachse zu 35 Euro aus der Frische oder aus der waren vorgegebene Wachse, die ihr bestellen konntet. War jedenfalls ein super Angebot. Konnten wir zum halben Preis quasi über die Partyprämien auch nehmen. Deswegen habe ich zugeschlagen. Es gab einmal Dreierpacks und es gab einmal Fünferpacks. Ich habe jetzt hier 2, 4, 6, 8, 10, 12. Also 2 mal 5. Da müssen es doch 6 gewesen sein. Also 2 mal 6. Was? In diesen Sparpaketen genommen. Die Tage jetzt kommen auch meine Duftlampen. Wir haben ja im Moment diese Pakete im Angebot. Eine Duftlampe bezahlen und 5 Wachsbars gratis dazu. Die kommen jetzt auch die Tage. Da werde ich euch natürlich auch ein Video zu machen. Ich habe jetzt mal also alle da, die ich euch zeigen kann. Und die habe ich auch zum halben Preis, quasi über die Partyprämie. Wenn ihr eine Party macht, könnt ihr euch diesen Monat noch, angenommen eine Crush Diamond, die kostet 71 Euro. Da bekommt ihr 5 Wachsbars dazu geschenkt. Und wenn ihr die über die Partyprämie nehmen würdet, jetzt zum halben Preis quasi, bezahlt ihr nur 35,50 für die Lampe und ihr bekommt die 5 Wachsbars trotzdem dazu geschenkt. Ich fand das total mega. Und hier ist jetzt gekommen Clean Breeze. Den habe ich zweimal. Das ist ja so ein frischer Wäscheduft. Sehr, sehr lecker. Dann habe ich unseren Klassiker Black Raspberry Vanilla. Der ist ja jetzt auch in dem Starter-Kit mit drin vom Juni, wo ihr euch für 37 Euro eine Mini-Duftlampe plus noch jede Menge anderen Krams sichern könnt. Oh, wer kommt denn jetzt? €37 für ein Starter-Kit. Ihr könnt ja jetzt im Juni für 37 Euro starten. Und in dem Kit ist ja schon drin eine Mini-Duftlampe für 35 Euro plus ein Wachsbar Black Raspberry Vanilla. Dann habt ihr noch Proben drin, 25 verschiedene Düfte, die ihr euren Kunden zeigen könnt. Ihr habt Kataloge da drin, ihr habt Probentütchen drin, damit ihr die Produkte testen könnt. Von Bodyprodukten über die Pets-Produkte, Hundeshampoo, Geruchsbeseitigungsspray und all so eine Sachen, Duschgel, Handcreme, unsere Wash-Whiffs könnt ihr testen. Also da habt ihr so kleine Pröbchen bei, wo ihr die ganzen Artikel testen könnt. Dann habe ich hier Blue Grotto. Ich liebe Blue Grotto. Das ist so ein geiler Zitrusduft. So frisch. Der einzigste Nachteil am Blue Grotto ist wirklich, wenn ich den in der Lampe habe, die ganze Familie hat den ganzen Tag Hunger. Dieser Duft sorgt wirklich dafür, dass du permanent Hunger hast, weil der so lecker riecht. Richtig lecker, zitronig, frisch. Mega. Ich liebe Blue Grotto. Und ich hoffe, dass der im neuen Herbstkatalog drin bleibt. Ich kann euch das gar nicht so. Da läuft sofort das Wasser im Mund zusammen. Zitrone, richtig frische Mandarine. Mega. Also richtig geil. Wenn der natürlich rausfliegen sollte im August, dann kommt der in meinen Club, weil ohne Blue Grotto geht gar nichts.
Den habe ich auch als Pots in meinem Luftreiniger drin. Den habe ich als Pots in meinem Sensi Go drin. Alles. Dann habe ich zweimal Make a Splash. Das ist ja der Sommerduft schlechthin. Da ist Melone mit drin. Ganz, ganz frisch und fruchtig und mega, 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 mega lecker. Make a Splash auch zweimal. Ich habe hier irgendwie alles zweimal bestellt. Dann habe ich Gogo Mango. Ganz lecker, fruchtige Mango. Der ist auch richtig, richtig lecker in der Lampe. Müsst ihr einfach mal testen. Die gab es jedenfalls in diesem Set. Also immer, ne, 6 Stück. Und der Oddles of Orange. Das ist ein absoluter geiler Duft. Der ist so mega. Das ist ein Kinderduft gewesen früher. Da habt ihr diese Orange. Richtig spritzige Zitronik, also zitronische Orange. Das ist so richtig spritzig. Also das sind auf jeden Fall, wenn ihr wirklich mal eine geile Kombi bestellen wollt, 6 Düfte kriegt ihr ja für 42,50 Euro im Sparpaket. Kann ich euch empfehlen. Genau so. Fruchtig, frisch und Zitrone. Geil. Okay. Jetzt liegen sie auf dem Boden. Also, Clean Breeze, Black Raspberry Vanilla, Make a Splash, Blue Grotto, Gogo Mango und Oddles of Orange. Gönnt euch diese Düfte wirklich mal. Die gibt es ja noch offiziell ganz normal im Katalog. Könnt ihr bestellen. Wenn ihr euch unsicher seid mit den Düften. Ja. Die 6 Megabombe. So, dann habe ich noch mal zum regulären Preis auch von der Partyprämie ein Badesalz in Watermelon Tangerine. Das ist Wassermelone, Mandarine und grüne Blätter. Ganz, ganz lecker. Watermelon Tangerine ist auch mega als Körperspray, kann ich euch auch empfehlen. Ganz, ganz fruchtig. So, und dann möchte ich euch gerne mal ich muss das hier mal kurz umbauen. Ich habe mir jetzt doch widerwillig die Duftlampe aus der Sommerkollektion bestellt. Ich war lange am Überlegen. Ich hatte erst überlegt, die Mini-Duftlampe, und habe ich gedacht, nein. Jetzt hatte ich die Chance, die als Prämie zu bekommen. Habe ich gedacht, okay, ich probiere es mal aus. Ich habe sie noch nicht aufgemacht. Ich habe sie noch nicht aufgemacht. Lux Leaves heißt die. Ich habe halt gedacht, okay, ich habe jetzt auch nichts, wo Gold so großartig hinpasst. Jetzt hatte ich aber so viele Leute, die wirklich von dieser Lampe geschwärmt haben, wo ich dann gesagt habe, okay, ich lasse mich ja auch immer wieder gerne eines Besseren belehren und guck mir das Ganze einfach mal an. Und gleich werdet ihr live miterleben, ja, meine Reaktion. Seit wann sind hier die Dinger drin zum Trocken halten? Also ihr habt erstmal hier eine Duftschale. Eine Duftschale. Und dann haben die hier aber mega blöd das Ding hier reingefüllt. Junge.
Ah, jetzt, ja. Ihr habt, oh, das ist Glas. Ich hatte schon befürchtet, this side up, okay. Ich hatte schon befürchtet, dass es auch wieder Plastik ist, so wie bei unserer Why Are You Blushing? Da war ich ja ein bisschen sehr enttäuscht von, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, bei dem Preis, dass das der Corvus wenigstens aus Glas wäre, war aber nicht, der war aus Plastik. So, hier habt ihr erstmal das Gehäuse. Da unten kommt die Glühbirne rein, hier hinten habt ihr den Ein- und Ausschalter, ihr habt hier ein fest verbautes Kabel. Und dann habt ihr, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, ihr habt hier innen so einen Kranz mit diesen Blättern. Und ihr habt außen diesen Kranz. Und hier zwischen habt ihr einen Zwischenraum. Da quasi. Da kommt dann dieser Glaskörper. Das ist so Milchglas, ist aber, wie gesagt, Glas. Schon mal Hut ab. Also hochwertig verarbeitet. Ihr habt eine Glühbirne dabei. Ich hatte auch mal irgendwo ein Messer. Ach Gott. Nur das Genie beherrscht das Chaos. Bin total gespannt, weil, wie gesagt, ich habe sie nur auf Bildern gesehen. Ich habe sie noch nicht mal in einem Video gesehen. Ihr schraubt hier eure Birne rein und dann setzen wir den Dings einfach mal hier zwischen. Das ist ja schon cool, weil ihr habt jetzt von innen quasi die Blätter und ihr habt die Blätter von außen. Und ich denke, wenn ihr jetzt die Lampe anmacht, dann habt ihr durch das Ganze einen ziemlichen 3D-Effekt. Was ja auf diesen Bildern auch gar nicht so zur Geltung kommt. Kabel, Kabel, Kabel. So. Zack. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Jetzt seht ihr das. Jetzt habt ihr also den Aufkleber, den müsst ihr dann noch abmachen. Ne? Der zeigt nur an, wie rum ihr die drauf machen müsst. Jetzt habt ihr tatsächlich diesen 3D-Effekt. Ihr habt jetzt innen drin quasi die Blätter, die durchscheinen. Und ihr habt von außen noch die Blätter. Kommt hier oben die Duftschale drauf. Und so sieht das Ganze dann aus. Ja, ich würde mal sagen, doch schöner, als ich sie mir vorgestellt hätte. Ist halt sehr viel mit Gold. Aber ich weiß, ich habe auch viele Kunden, die gerade Lampen mit Gold suchen. Da sind die wirklich mega, mega schön. Und die sieht richtig toll aus, wirklich. Hat was. Ihr müsst halt nur aufpassen, dass die Blätter nicht verbiegen, wenn ihr das Glas da oben reinsetzt. Schön. Kann ich nicht anders sagen. Gefällt mir gut. Vorsicht, Vorsicht, sonst ist sie gleich hin. Das ist auf jeden Fall die Lux Leaves. Die gibt es im Moment auch noch zu bestellen. Ne? Glaube ich. Ja, müsste. Ihr seht schon, ich habe alles. Es hat sich aber wieder so viel geändert. Zum Monatswechsel hin, dass ich manchmal wirklich da stehe und denke, oh, gestern gab es noch, heute nicht mehr. Wir gucken einfach mal, Kollektion, Sommerkollektion gibt es noch. Jetzt gucken
guck mal noch, ob die Lampe noch bestellbar ist. Ja. Da ist sie. Kostet 64 Euro, die große. Ihr bezahlt 50 Euro für die Mini-Duftlampe mit Fuß. Und das Ganze könnt ihr dann nochmal für 35 Euro mit Wandstecker bekommen. Aber ich finde 64 Euro für die große Lampe, finde ich wirklich nicht übertrieben. Weil ihr habt, wie gesagt, hier einen Glaskörper. Wenn ich mir überlege, dass die Wire Your Plushing die große 71 oder so kostet und ihr habt wirklich nur einen Plastikkörper drin, finde ich das wirklich mega. Also finde ich richtig gut. Ja, ihr Lieben, das war auf jeden Fall meine Bestellung. Ich habe jetzt hier noch eine Kundenlampe stehen. Und zwar die Cream Diamond. Das Problem ist aber, dass mein Speicher gleich voll ist. Und ich werde es nicht mehr schaffen, die jetzt noch anständig mit reinzumachen, ohne dass ich euch am Ende abwürgen muss. Ich mache noch mal ein extra Video zur Cream Diamond. Dann kann ich nämlich auch meinen Stecker holen, weil die Cream Diamond hat ein abnehmbares Kabel. Wir haben ja auch noch die ein oder andere Duftlampe, wo ihr die Kabel abnehmen könnt. An den meisten sind die Kabel aber fest verbaut. Und bevor ich jetzt von meiner Kundin das Kabel aufreiße, hole ich mein eigenes und dann zeige ich euch einfach mal die Cream Diamond. Das ist nämlich eine mega schöne Lampe. Das ist mit einer der schönsten Lampen, die wir haben, finde ich. Neben der Crush Diamond, die auch mega ist. Zeitlos und einfach schön. Ja, zeige ich euch gerne nochmal in einem extra Video. Und natürlich melde ich mich die Tage jetzt mit dem Wifbox-Video. Ich mache euch nochmal ein Unboxing von den Angebotslampen, wenn die jetzt kommen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Liebe, alles Gute. Denkt mal in Ruhe über den Club nach, ob ihr nicht Lust habt, euch doch ein Sensi-Club-Abo anzulegen. Denkt nochmal über die Wifbox nach. Ihr bekommt euren Ventilator und eure Pots in diesem Monat gratis dazu. Freut mich mega. Und noch einige andere Artikel. Und ja, ich wünsche euch jetzt einen schönen Nachmittag. Bleibt alle gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.